Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Bevor wir die Quest abschließen, erstmal zur Burg. Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, weil wir laufen hier an der Grenze der Ressourcen. Wir können fast nichts tragen, es ist total scheiße. Lalalala. Ja. Erstmal den gesamten Schrott lagern. Das ist nämlich kaum was gewesen. Das waren 20 Punkte. Okay, ich dachte, weil du hier so rumsteht, dass dir nichts zu tun hätte. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Ja. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Ja, mach mal hier die Radioaktivität wieder. Strahlung. Ich fühle mich krank. Zahnfleischbluten. Anzeichen von Anämie. Tja, wir sollten dich besser entgiften. Ja. Mach mal. Für 40 mache ich das manchmal so zwischendurch. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Nee. Das war's. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht. Ja. Du sollst noch mit mir handeln. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich ansehen. Ja, ja. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Okay. Ja. Natürlich hat er nichts. Entschuldigung, suchst du nach einer Waffe? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. So, der hat auch nur 100. Das ist auch nicht so nice. Ja, super. Es ist nicht wirklich viel. Hey, brauchst du eine Rüstung? Ja. Du so hast. Großartig. Der hat gar nichts? Geil. Ja. Dann muss ich eben nach Good Neighbor. Und dort, ein bisschen verkaufen. Kann ich die Wirtschaft leider nicht bei mir selbst einfließen lassen. Ich dachte, ich schicke dich los, um die Galerie Pickman auszuspähen. Was davon hat sich für dich nach Raub meinen Tresorraum aus angehört? Wie? Du weißt es also. Wer hat's dir gesagt? Ich bin hier der Bürgermeister. Wer sollte es mir verschweigen? Bei mir lief ein heißer Draht direkt aus meiner Tür. Mich beklaut keiner. Aber ich muss sagen, du und Bobby, ihr habt saubere Arbeit geleistet. Wünschte fast, ich hätte es selbst getan. Wenn's nur ums Geld ginge, würde ich dich verkloppen, dir ein paar Knochen brechen und wenn du's zurückgezahlt hättest, wären wir quitt. Aber du hast Fahrenheit getötet. Also... Auge um Auge. Zu deinem Glück habe ich nicht genug Männer und Bobby war das Hirn. Du spürst sie auf, stichst sie ab und bringst meine, sagen wir, 1000 Kronkorken zurück. Dann tun wir so, als wäre es ein Missverständnis gewesen. Hm. 1000 Kronkorken? Auf keinen Fall. 750. Du machst es wirklich? Also gut. 750. Lieber 500. Nee, ich mach's. Ich kümmere mich darum. Das war die richtige Antwort. Bobby ist schlau, aber nicht annähernd so schlau, wie sie denkt. Sie hat ihren neuen Reichtum in ein Gebäude im Süden von Boston bringen lassen. Dort wirst du hingehen. Und jetzt los. Jo. Cleo. Keine Sorge. Ich teste die. Ja. Ein paar Minuten, um mir dein Angebot. Eine. So, die haben leider auch nicht so viel Geld. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden. Der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Bringt mir nichts. Okay, warte. So, das haben wir.
45er Patronen, 308er Patronen. Alles klar, dann hat die wieder Geld, würde ich sagen. So. Das ist alles unwichtig. Das verkaufe ich mal hier alles. Ja, komm, zusammen mit den Quantums. Dann habe ich noch ganz viel Munition, die ich nicht brauche. Die du aber eventuell gebrauchen könntest. Würde ich vermuten. Ja. Ja. Und dann hat Piper noch ein paar Sachen. Du was Bestimmtes? Ja, die Sachen, die nämlich wert sind. Flammen des Inferno auch. Und hier noch ein paar Rüstungsdünge. Hey, ich hoffe, du kaufst was. Ja, ja. Ich überleg's mir. Oh, Hallo? Hey, Cleo. Jede Waffe, die du ja hier siehst, könnte dir ja unterschieden. Klar, ich schau's mir an. Dann starten wir. So, nochmal. Und, die ganzen Rüstungsdinger. Und ich verkaufe noch ein paar meiner Granaten. So, jetzt hat die aber ein paar Sachen mehr. Was hat die eigentlich so für Waffen, die man so kaufen kann? Partystarter? Achso. Scharfschützengewehr, ach so. Ein Sturmgewehr geht halt immer. Ja gut, dann verkaufe ich lieber ein paar Granaten weniger. So. Tschüssi. Und die nächste. Daisy. Bedeutet mir echt viel, dass ja du die Bibel. Klar, ich schau mal, was du hast. Du kannst zahlen oder ja, Sachen ja, ja, ja. Wie du willst. Aha. Der ist total interessiert. So. Fertig. Dann wären wir auch wieder voll gesund und. Bürgermeister Hancock? Gibt es denn keinen anderen Ghoul, mit dem du reden solltest? In meinem Namen? Nein. Ich habe keinen Ton von dem versprochenen Mord in der Unterwelt gehört. Solltest du nicht in Sophie sein? Gibt es denn keinen anderen Ghoul, mit dem du reden solltest? Muss ich erst die Quest hier machen? Kehre zu Hancock zurück. Okay. Ja. Wenn das so ist. Sieh dir die Fallakten an. So, das ist nämlich, glaube ich, was? Ja, genau, das sind die Quests. Ich mache die jetzt einfach mal. Ich mache das. Wird jetzt so eine. Kann man die Trash-Folge nennen? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall eine Folge, wo ich so random Dinge mal erledige. Hier mal, da mal. Nichts Großes. Ich hab gehört, dass du verdammt viele Fragen in der Stadt stellst. Ja. Sieh dir die Feierakten an, der Bett, die Detektei Valentine. Ach, guck mal. Genau. Da. Fall Earl Sterlings Verschwinden. Auftraggeber Vadim Bobrov. Noch ein Verschwinden zu klären. Earl Sterling, 25 Jahre alter Barkeeper in Duckout Inn. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, bemerkte, dass Earl einige Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen.
Es gab keine Untersuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt. So erzählt man es sich in der Stadt, wie immer. Weil ihm kam in mein Büro, wie er angetrunken mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass er und Earl sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass der Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hat keine Feinde, zumindest keine mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt, daher muss ich herausfinden, ob Vadim oder irgendjemand sonst im Duckout seine Schlüssel hat. Ich würde dir sicher lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss an Türs knacken, falls ich einen Fehler begehe und auf verschüttet ertappt werde. So, jetzt aber. Das, was wir machen wollten. Schwul ist verschwunden. Nope. So, öffne deinen persönlichen Lagerbehälter. Das ist am Flughafen. Oh, dieses Husten, ne? Schrecklich. Achso, die 73 Meter beziehen sich wahrscheinlich auf den Ausgang. Die Pritwin. Da ist anscheinend mein Lagerbehälter. Das ist ja interessant. So, wo geht's denn? Da oben. Ganz normal, ganz klassisch. Nichts Besonderes. Was ist denn jetzt wieder mein Idle-Gewicht? Eigentlich so nach dem 136. Gut. Und da sind die ganzen Wasser. Wässer? Wasser. Plural von Wasser ist Wasser, glaube ich. Dabei. Zwei Waffen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Da geht es auch hoch. Achtung an alle Soldaten der Bruderschaft. Melden Sie sich bei mir auf der Brücke, wenn Sie noch keinem Knappen als Mentor zugewiesen wurden. Wie? Wiederhole. Melden Sie sich auf der Brücke, wenn Ihnen noch kein Knappe zugewiesen wurde. Das wäre alles. Wie komme ich? Im Polizeirevier Cambridge findet man bei Bedarf. Was ist das denn? Und Vorräte. Das schaffe ich nicht zu hängen. Wir sind hier, um das ja auch. Nicht nett, ne? So, war ich hier oben schon mal? Du kannst dir die Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. 199 interessiert dich denn mein Experiment nicht? Aber was ist das? Der Zweck rechtfertigt die Mittel, wenn es darum geht, das Commonwealth zu befreien. Ja, und was haben wir denn hier im Botanic Terminal? Protokoll Experimente LA Hybrid. Eieieiei. A10. Dr. Quinlans Trupp bringen weiter Proben der einheimischen Flora. Sie sind offenbar recht angegriffen von der Strahlung, aber einige weisen interessante Eigenschaften auf. Also untersuchen wir sie weiter. Unser Ziel ist es, so viele Hybride zu kultivieren, dass wir unseren heterotischen Ertrag verbessern können. Wenn wir das schaffen, können wir vielleicht neue Arten kultivieren und brauchen alternativ zu unseren künstlich hergestellten Ressourcen schaffen. Ja. A15. Heute mache ich einen recht unerwarteten Fund. Einer unserer Einstgelehrten brachte mir eine kleine Wurzel, die er in einer Flussmündung gefunden hat. Es war Nürnwurz. Normalerweise würde ich in eine so kleine Probe keine große Hoffnung setzen, aber die Wurzel weist chemische Eigenschaften auf, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob wir etwas daraus machen können, aber es lohnt sich definitiv, mit ihr Experimente durchzuführen. A17. Meine neue experimentelle Wurzel schlägt sich erstaunlich gut. Ich konnte ein robusteres Exemplar mit Teilen der Wurzel veredeln. Das Ergebnis war eine starke Blattpflanze mit dicken Wurzeln. Ich bin zwar unsicher, was künftige Anwendung mit meiner neuen Hybridpflanze angeht, aber ein chemischer Test belegt, dass sie offenbar genießbar ist. Nachdem ich spontan versucht habe, die Pflanze in Wasser zu kochen, stellte ich fest, dass man aus ihr einen erstaunlich guten Tee brauen kann. A22. Als ich heute Morgen in den Botanikbereich betreten habe, traute ich kaum meinen Augen. Meine experimentelle Wurzel hat angefangen zu leuchten. Nach einigen Tests bin ich mir zu 100% sicher, dass es sich dabei nicht um Strahlung handelt, sondern um Biolumineszenz. Ich habe vor, weitere Tests durchzuführen. Mal sehen, was wir aus diesem kleinen Wunder machen können. Eine der anderen Gelehrten meinte, ich solle lieber keinen Tee mehr aus den Blättern brauen. Aber der Tee schmeckt echt großartig. Keine Ahnung, was der für ein Problem hat. A26.
Nach einigem Hin und Her habe ich mich entschieden, meine Entdeckung Leuchtblatzen zu nennen. Der Verzehr der Pflanze muss heilende Wirkung haben, denn ich fühle mich gesünder denn je. Ein paar der Gelehrten des Laborteams sind der Ansicht, dass ich langsam abhängig von ihr werde. Aber was zur Hölle wissen die denn schon? Jeder, der mir sagt, dass ich auf meine Tasse Leuchtblatt-Tee verzichten soll, kann sich gerne verziehen. Er ist abhängig. Experiment hat abgebrochen. Botanik-Obergelehrte wurde versetzt. Oh, 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 oh. Commonwealth Pflanzendatenbank. Ach du meine Güte. Ach, das ist gar nicht so viel. Blutbad. Blatt. Eine kurze, breitblättrige Pflanze mit roter Blüte und langen Wurzeln, die man in der Nähe von Wasservorkommen findet. Scheint heilende Eigenschaften zu haben, ist aber in der Regel verstrahlt und wird, weshalb von fortgesetzten Verzehr abgeraten wird. Karottenblume. Langstieliges Exemplar mit weißen, zarten Blüten. Scheint genießbar. Möglicherweise verwandt mit den mutierten Karotten, die auf den Farmen angebaut werden. Die Eigenschaften sind noch unklar, also empfehle ich Vorsicht. Hubblume. Große, hängende, lilafarbene Blüten. Bitter, aber scheinbar gewisse heilende Wirkung zu haben. Studien werden fortgesetzt. Tato. Laut einigen alten Botaniktexten, die wir gefunden haben, scheint es sich hierbei um eine Kombination mittlerweile ausgestorbener Pflanzen namens Kartoffel und Tomate zu handeln. Ähnlich von außen eine Tomate ist innen jedoch braun. Schmeckt absolut grauenhaft, wie sie aussieht, aber innen rettet sie einen vor dem Hungertod. Klingenkorn. Diese Art scheint mir ja recht vielversprechend. Es handelt sich um ein mehliges Korn, das wir vielleicht mahlen können. Damit können wir den Weizen ersetzen, der im Ödland nicht mehr gedeiht. Wir sind uns noch unsicher, wie wir den Ertrag erhöhen können, der höchstwahrscheinlich unvorsehbar ist. Studien werden fortgesetzt. So, jetzt können wir rausgehen. Was haben wir denn da? Experimentalpflanze? Huch! Huch! Können wir die essen? Hat heilende Wirkung anscheinend. Okay, da sind Butterbeeren. Ein OP-Tablett. Ein Glas sollen wir auch mitnehmen. Na, ich dachte, ich kann das Mikroskop mitnehmen. Okay. Persönliche Notizen. Ich glaube, das habe ich alle schon gelesen. Ein Knappe der Bruderschaft. Schön, dass wir im selben Team sind. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Ja. Ich denke auch. Position. Oh. Oh. Das, okay, das wusste ich nicht. Wer wird das machen? Persönliche Aufzeichnungen. Eintrag 142. Ich kann das Leben auf der Pridwin in 4 Worten zusammenfassen. Mir fehlen die Feldeinsätze. Versteht mich nicht falsch. Die Forschung, die wir durchführen, ist echt spannend. Aber das Leben auf dem Schiff ist ein Albtraum. Ich bin 18 Stunden am Tag in dieser Metallröhre gefangen. Bin mir nicht sicher, was schlimmer riecht. Die Soldaten oder die Maulwurfsratten? Und was bei den Frontschweinen als Unterhaltung durchgeht, lässt Mutanten wie Professoren aussehen. Ich muss mal mit Dr. Quinlan reden. Kann doch nicht sein, dass Einsatzgelehrte unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Ja, da würde ich erstmal in den Streik treten. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte mir die anhören. Wie mache ich das? Aha. Weißt du, bevor ich ins Commonwealth verfrachtet wurde, dachte ich, dass Ältester Lyons in ein paar Punkten durchaus recht hat. Bei der Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt ging es darum, den Menschen zu helfen. Aber dieser Einsatz hat mir jetzt die Augen geöffnet. Auf dem Flug hierher sind wir an vielen Städten vorbeigeflogen, mit den höchsten Gebäuden, die ich je gesehen habe. Einige fast so hoch, wie die Pridwin geflogen ist. Und wer nutzt sie jetzt noch? Mutanten. Freaks. Als ich diese Zerstörung sah, mehrere Dutzend Millionen Tote, ermordet durch entfesselte Technologie, war mir alles so klar. Ältester Maxon hat recht. Das Ödland muss gereinigt werden. Und es liegt an uns, das zu tun. Du deckst meinen Rücken. Absolut korrekt. Zumindest nicht gereinigt, würde ich vielleicht, das ist der falsche Begriff, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich Deutscher bin. Und gereinigt ist bei uns immer. Kennt man. Aber man muss auf jeden Fall verhindern, dass so etwas nochmal passiert. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus. So, und ich kann hier direkt die nächste Quest abgeben. Schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, hast du Dokumente für mich?
Oder wolltest du vielleicht einer Forschungspatrouille beitreten? Ich hab was ganz anderes. Hast du einen Tipp, wo ich noch mehr davon finden könnte? Büros, Labore, Militärbasen. So gut wie alle Anlagen aus der Vorkriegszeit sind potenziell zum Bersten voll mit technischen Informationen. Ich würde Schreibtische, Aktenschränke, Safes und alle anderen Orte durchsuchen, an denen man solche Dokumente vermutet. Hast du bisher schon etwas gefunden? Momentan nicht. Oh, wie schade. Hä? Was ist denn meine Aufgabe? Okay, finde technische... Ach so. Ach so. Ja, wow. So, Folge ist quasi fast zu Ende, aber... eine Sache wollte ich noch machen, ich wollte nämlich hier rausgehen. Und sagen, dass ich... Meine Schicht war lang, aber ich... Alle Basen, die ich besitze, also ne, wo ich halt bauen kann, dass ich dort alles abreiße und es auf die Burg verfrachten werde. Offscreen. Weil das ist nicht wirklich spannend, ne? Hier abreißen, da aufbauen. Das werde ich mit allen machen, die ich habe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn das geschehen ist. Und ich würde sagen, bis dahin.